Hallöchen, ich habe hier was auf dem Tisch. Ihr seht schon, das ist ein Raspberry Pi Pico und da steht The Pico Set. Ich versuche das mal in Kürze zu halten, weil dieser Teil soll nicht so lang werden. Der nächste Teil danach, der sich damit beschäftigt, wird sehr lang. Was habe ich hier? Hier habe ich einen Prototyp. Ich bin, wie der Titel es wahrscheinlich sagen wird, Beta-Tester für den The Pico Set. Ein Projekt vom Thorsten Katanek. Sein Kanal werde ich unten verlinken, auch einige Videos dazu werde ich verlinken. Vielleicht auch noch oben ins Video mit reinstellen. Und was ist das hier? Das ist ein SID-Ersatz. Der soll den SID-Chip vom C64 oder C128 ersetzen. Ja, es gibt da schon was, und zwar den SWIN-SID oder SWIN-SID Nano, fragt mich jetzt nicht. Ich glaube, die haben beide einen 8-Bit-Mikroprozessor drauf und können ja relativ okay den SID-Sound wiedergeben, aber nicht so gut. Der soll nicht so gut sein, ist auch relativ günstig. Dann gibt es noch den ARM-SID. Der kann auch in einigen Konfigurationen sogar Stereo. Der ist auch ein bisschen teurer, hat einen 32-Bit-Prozessor drauf, aber ich meine, der ist auch noch nicht vom Projekt gesehen her komplett fertig. Und der Thorsten hat jetzt so ein Teil eben nochmal selber gebaut auf Basis eines Raspberry Pi Picos, weil der hat noch ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr GPIO und ein bisschen mehr Funktion. Und ich wollte jetzt testen, und das wird sehr aufwendig, wie nahe dieses SID Ersatz an dem Original kommt. Ich habe aber leider nur die in Anführungsstrichen verbesserte SID-Version im C64. Das ist der 8580. Es gibt noch den 6581. Und der 6581 war der erste SID, die erste SID-Revision, die draußen war, oder die erste SID-Version, die sehr viel und sehr oft verbaut wurde und aber auch sehr heiß wurde, weil der mit 12 Volt betrieben wird. Der hatte aber auch einen Bug, der auch explizit ausgenutzt wurde, um soundtechnisch irgendwas zu realisieren. Und der hört sich auch ein Ticken anders an wie der neuere SID, der 8580, der Nachfolger davon, der in den neueren C64, in dem flachen Gehäuse oder im C128 verbaut wurde, wo dieser Bug nicht mehr drin ist, der hört sich auch ein bisschen anders an. Und der läuft auch ein bisschen kühler, aber die SIDs in den C64 und C128 sterben jetzt alle nach und nach. Die Dinger sind teilweise 40 Jahre alt oder an die 40 Jahre, die werden auch nicht jünger, die sterben jetzt alle nach und nach. Das ist anscheinend ein Produktionsprozess, der da reinspielt, der das jetzt so macht, dass die alle sterben, nach und nach. Und die werden auch nicht mehr, die werden immer seltener im Original zu kriegen und auch immer teurer. Man muss dann halt eben mal ein bisschen Ersatz haben. Es gibt viele, die sowas versucht haben. Ich weiß nur, der SWIN-SID und SWIN-SID Nano, dass es den gibt. Ein ganz einfaches Ding. Den ARM-SID und jetzt den von Thorsten, und wie gut der wird, weiß ich noch nicht, wie weit die Reise geht. Ich hoffe, die geht noch bis fast zur Perfektion. Vielleicht wird das ja was, ich hoffe es. Und er möchte hier auf alle Fälle, dass die, oder ich weiß nicht, ob er es auf alle Fälle möchte, aber er versucht es auf alle Fälle hinzubekommen, dass auch die ADC-Eingänge funktionieren. Und eventuell auch ein Audio-In funktioniert, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber die ADC-Eingänge für die Pedals, ich glaube, für die Maus auf alle Fälle noch und für irgendwas, dass der auch Maus kann, weil der SWIN-SID kann keine Maus. Der kann die ADC-Eingänge nicht. Beim ARM-SID bin ich mir nicht sicher, ob der das kann oder nur einen gewissen Teil kann oder wie gut der das kann. Ich hoffe, dass der Thorsten da noch irgendwie was hinkriegt, dass auch die Maus funktioniert. Gut, für den C64 kenne ich nicht viele Titel oder viele Sachen, die mit Maus
funktionieren würden. Da weiß ich nur, dass es da Geos gibt, wo die Maus am sinnvollsten ist, und Maniac Mansion geht mit Maus, wenn man denn eine hat. Zack McCracken geht nicht, das weiß ich hundertprozentig, das habe ich nämlich versucht, das funktioniert nicht. Und ich selber habe noch versucht, irgendwie eine Maus ein bisschen umzubasteln, dass ich damit eventuell auch eine Maus benutzen kann, ohne die ADC-Eingänge. Aber es hat nicht hingehauen. Habe jetzt auch kein Video drüber gemacht und gar nichts. Das hat aber nicht, hat auch nicht hingehauen. Brauche ich auch nicht zeigen. Ja, und ich habe halt vor, eben zu schauen, wie gut und wie im Vergleich er zu dem Original-Sit ist. Also möchte ich gucken, wie da die Unterschiede sind, ob da noch irgendwas ist, was Thorsten noch gar nicht mitgekriegt hat, dass da noch irgendwas nicht richtig läuft oder wie auch immer mit den Timings und wie auch immer. Das möchte ich mal gucken. Es war jetzt keine Bedingung, dass er mir das zuschickt. Ich habe ihn nur mal gefragt. Das würde ich gerne mal testen wollen und hat es mir zugeschickt. Bin ich auch dankbar. Und ich habe bei dem hier die, ich hoffe die Kamera macht das, die runden dünnen Pins genommen für Präzisionssockel, weil die sind ein bisschen dünner, die sind auch rund, die stressen den Sockel nicht. Mitgeliefert hatte er normale Jumper hier, die viereckigen, etwas dickeren Stifte. Er kriegt von mir selber noch einmal eine 40er Leiste von diesen runden Pins, dass er selber auch noch mal für einen anderen Prototypen das noch mal hat. Die sind doch ein bisschen besser. Für Präzisionssockel funktioniert das auf alle Fälle mit den runden Pins. Die eckigen funktionieren nicht mit Präzisionssockeln. Das sind welche, die haben nicht einen viereckigen Dings, wo ein Stift reinkommt, sondern sind rund. Ich habe jetzt leider kein Beispiel da, um es euch zu zeigen. Ich habe schon geguckt. Ich weiß, dass ich sowas habe, aber ich weiß nicht wo. Ich habe das nicht gefunden. Jedenfalls ein Präzisionssockel. Oder ich blende mal kurz ein Bild ein, wenn ich da was finde. Das wäre dann ein Präzisionssockel. Da gehen dann nur die runden Pins drin. So, und das würde ich jetzt machen. Hier am Ende vom Video kommt noch der Zeitraffer vom Aufbau. Ich habe das hier mit der Hand gelötet, die ganze Platine hier. Die natürlich nicht, der Pico ist gelötet, bis auf die Stiftleiste. Das kommt jetzt noch im Anschluss. Das Video soll auch nicht allzu lang werden hier, das hier. Denn das Video mit dem Testen hier drüber, wie gut der das kann, das wird sehr lang werden. Das sage ich euch gleich schon mal, dass das relativ lang wird. Ich versuche, beziehungsweise für mich sehr lang wird. Wie lang es für euch wird, weiß ich nicht. Da ich aber den C64 und den C128 auf dem Tisch haben werde, oder nacheinander und gucke und aufnehme natürlich den Sound von dem hier und vom Original und vergleiche mit Audacity, denke ich mal, oder wie ich das mache, Tonproben, weiß nicht, wie YouTube darauf reagiert, ich weiß es nicht. Ich versuche es so gut wie möglich zu zeigen. Ihr kennt mich, das wird immer lang. Ist egal. Habt ihr bestimmt Spaß dran. So wie ich das schon gehört habe bei Thorsten, ist das schon recht gut mit dem hier. Kommt schon dem recht nahe. Ich möchte schauen, wie nahe der dem kommt, dem Original. Und hoffe, dass er vielleicht sogar fast bis exakt gleich klingt, der hier. Vielleicht fast. Vielleicht schafft der Thorsten das, dass der auch fast exakt gleich ein vollwertiger Ersatz wird für einen Z-Chip vom C64. Vielleicht ist das möglich, dass er das schafft. Ich weiß nicht, wie gut der ARM-Sit ist, den es noch gibt. Ich glaube aus Tschechien. Ist ein tschechischer. Wie gut der ist auch relativ teuer in meinen Augen. Gut, es ist halt so, kann ich nicht ändern. Ich hoffe, ich kann mal noch so ein ARM-Chip-Sit kriegen und kann den auch noch mal vergleichen.
Aber ich hoffe, dass der Thorsten, weil es ist Deutsch, es ist ein Deutscher, es würde mich freuen, wenn er den fast zur Perfektion kriegen würde. Und wenn er dabei Hilfe hat von externen, vielleicht gibt es ja noch zwei, drei andere Leute, die er vielleicht noch mit testen lassen könnte, die vielleicht auch noch mehr davon verstehen. Ich habe eher das Elektronische, vielleicht habe ich da noch einige Sachen, die ich vielleicht sagen kann, die ich noch ein bisschen besser machen kann. Weiß ich nicht. Aber vielleicht kann man da noch was machen. Denn auf einer Maschine kann es ja gut laufen, zum Beispiel auf seiner. Und auf meiner läuft es gar nicht gut. Das kann ja auch sein. Vielleicht gibt es da auch noch Unterschiede. Vielleicht läuft der ja auch gar nicht im C128. Kann man ja alles nicht wissen, wenn man nicht die Hardware hat und nicht mehrere Hardware-Typen hat. So. Das wäre dann jetzt für diesen Teil. Ich wünsche euch noch viel Spaß an dem Zeitraffer. Und dann sehen wir uns in dem kommenden Video darüber wieder. Ob da noch in der Zwischenzeit was anderes kommt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, der nächste Teil wird sein, wie das Ding hier klingt, wie der hier klanglich ist zum Original 6580. Den 6581 habe ich leider nicht. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken und weiterhin noch viel Spaß. Dann sehen wir uns bald wieder. Tschüssi!
Musik.